Das ist vielleicht nicht der berührendste und lustigste Vortrag, den du je hören wirst, aber einer der entscheidendsten, die du vielleicht je in deinem Leben hören möchtest, wirst. Wenn du rausfinden möchtest, wie du fokussiert und effektiv leben kannst, und zwar langfristig, ohne dabei auszubrennen, dann hör bis zum Ende zu. Und ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben so Anfang 20 ein paar Leute hatte, die mir ein paar von diesen Geheimnissen, um die es heute Abend gehen soll, beigebracht haben. Und ich verdanke denen total viel. Und ich bin überzeugt davon, dass es einen unfassbar großen Unterschied machen kann. Ganz besonders das, was ich ganz am Schluss des Vortrags sagen werde. Also bleibt dran. Und das Prinzip, um das es hier geht, das ist, vielleicht kennt ihr die Geschichte, mal beschrieben worden, was den Erfinder des Schachspiels betrifft. Und der kam eines Tages zu dem Schah von Persien oder irgendeinem König. Und der war so begeistert von dem Schachspiel, dass er ihn belohnen wollte. Kennt die Geschichte vielleicht, gell? Und hat er gesagt, wünsch dir was, was du willst. Und der Erfinder des Schachspiels hat gesagt, ich mach mal ganz bescheiden. Ich möchte einfach nur, dass du mir ein Reiskorn schenkst und auf das erste Feld legst. Und aufs zweite Feld zwei Reiskörner, aufs dritte vier und dann acht und dann immer so weiter. Und der Schah von Persien, der war ganz berührt, hat gesagt, also du bist ja bescheiden, so ein tolles Schachspiel und du wünschst dir dann nur einen Haufen Reiskörner. Ja, der Erfinder des Schachspiels, der war ein bisschen klüger, weil wenn du ausrechnest, wie viele Reiskörner da rauskommen, weiß es jemand, hat es jemand nachgerechnet? Ja, richtig, genau, es sind 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.615 Reiskörner. Das ist ganz schön viel. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel das in Säcken wäre. Jetzt lasse ich euch nochmal schätzen, wie viele Reiskörner sind in einem 25-Kilo-Sack Reis. Ja, genau, eine Million etwa, richtig. Das, aber jetzt habe ich versucht, diese Zahl von vorher durch eine Million Säcke zu teilen. Und ich habe zwar jetzt die Zahl, aber ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. 1, 8, 4, 4, 6, 7, 7, 7, also es ist noch immer 15 Stellen lang oder sowas. So groß sind die Auswirkungen von diesem einen Reiskorn, das am nächsten Tag verdoppelt wird. Und so ähnlich verhält sich es mit kleinen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, die ich überschreiben möchte unter dem Titel Die Kraft eines fokussierten Lebens. Und es richtet sich ganz besonders jetzt an jüngere Menschen, weil wir in einer Zeit leben, in der so die ältere Generation, so wie ich, zunehmend negativ über die Jungen sprechen und sagen, ja, die Jungen, die wollen nicht mehr arbeiten, die sind alle faul, die haben wahnsinnig hohe Erwartungen, aber wollen in echt nichts tun. Und ich glaube, tiefer ist ein Konflikt, dass ganz viele junge Leute sagen, hey, weißt du was, ich habe einfach keine Lust, mich kaputt machen zu lassen und im Burnout zu landen für irgendeinen sinnlosen Job von 9 bis 5. Und die jetzt wie so gegensteuern und sagen, hey, ich suche mir ein Leben, das mein Inneres bewahrt, wo ich nicht kaputt gehe. Aber natürlich auf der anderen Seite müssen wir im Leben mit Fokus und mit Leistung auch vorangehen, sonst passiert nichts. Freunde von uns waren jetzt im Urlaub in einem Hausboot unterwegs und die Freundin hat erzählt, als sie das erste Mal gesteuert hat, hat sie gemerkt, sie ist ein bisschen zu weit nach links gekommen und hat sie kräftig dagegen gelenkt. Und es ist ewig nichts passiert, dann hat sie noch kräftiger dagegen gelenkt. Und ehe sie sich versah, ist das Boot so richtig extrem in die andere Richtung. Ja, Boote brauchen ein bisschen, bis sie sich zurückbewegen. Und ich glaube, gesellschaftlich sind wir in was Ähnlichem. Wir kommen eher aus einer Generation von Überleistung und Stress und haben jetzt eine Generation, die eher sagt, ich gehe ins andere Extrem. Und ich predige hier nicht jetzt einfach, reiß dich zusammen und leiste ein bisschen mehr und sei endlich mal fokussierter, sondern ich glaube, es geht um eine gesunde Mitte, um ein in die Kraft kommen, wo du hochfokussiert sein kannst, und zwar langfristig, ohne dich innerlich kaputt zu machen. Und das ist die gute Nachricht, die ich in drei Hauptpunkten heute mit euch teilen möchte. Und also drei so Geheimnisse über ein Leben im Fokus. Und dann hat das Leben im Fokus leider auch vier Feinde. Die werde ich euch auch vorstellen. Und am Schluss kommt der allerwichtigste Punkt. Das erste Geheimnis, das ich mit euch teilen möchte, hat mit diesem Feld zu tun, das ihr wahrscheinlich kennt. Was könnte das hier sein? Richtig, das ist ein Fußballfeld. Jetzt, wenn du genau hinschaust, fehlt an diesem Fußballfeld was. Fehlt natürlich auch die Spieler und so. Aber was brauchst du dringend, dass ein Fußballspiel funktioniert? Richtig, du brauchst die Tore. Und jetzt stell dir mal vor, du solltest Fußball spielen, aber es gäbe kein Tor. Das heißt, du hast einen Ball und es gibt 11 plus 11 Männer oder Frauen und die sollen spielen. Und dann schießen sie in der Gegend rum und irgendwie, es macht nicht so richtig Spaß. Und dann gibt es den Coach auf der Seite, der sagt, jetzt mach endlich mal.
strengt euch mehr an. Ich habe euch doch gesagt hier, dass ihr in einem Team spielen sollt. Und du hast überhaupt keine Ahnung, was du tun sollst. So ein Spiel macht überhaupt keinen Spaß und überfordert dich auch total. Und das Erste, was ich mit euch teilen möchte, ist, eine Vision zu haben, ist sowas wie ein Tor zu haben. Und wenn du ein Tor hast, macht das ganze Spiel erstmal Spaß. Jetzt stell dir vor, so 11 rumlaufende Spieler haben auf einmal die Information, das ist das gegnerische Tor und da gilt es hin zu spielen. Was würde vom Energielevel mit den Spielern passieren? Wir würden sagen, okay, jetzt auf einmal verstehen wir, was eigentlich der Sinn von dem ganzen Spiel ist. Und auf einmal macht es auch Spaß. Die würden nicht sagen, oh, das ist so stressig, jetzt haben wir auf einmal so ein Tor, vorher war es viel gemütlicher. Es war nicht gemütlicher. Du hast wahnsinnig viel Kraft verschwendet vorher, was durch eine Vision passiert ist. Sie setzt Kraft frei. Versteht mich nicht falsch, ich predige heute nicht die 188.265.759.000 Sandkörner, Reiskörner, dass du sagst, sorry, das überfordert mich so sehr, ich schaff's ja nicht einmal, meinen Schreibtisch aufzuräumen, ich schaff's ja nicht mal, morgens früh genug aufzustehen. Ich möchte sprechen über das eine Korn und über das zweite und über das vierte. Das sind die Anfänge. Und wenn du anfängst, deinem Leben Struktur und Vision zu geben, dann kommt Kraft hinein. Und nach hast du 8 Körner, hast du 16 Körner, hast du 32 Körner. Denn ohne Struktur ist dein Leben wie ein Ballspiel ohne Tor. Es ist überfordernd, es gibt zu viele Möglichkeiten. Und du verschwendest Kraft. Die Bibel nennt das metaphorisch oder hat einen wunderschönen Spruch dafür. Ich habe einige spannende biblische Prinzipien für euch, die alle mit diesem Leben in der Vision zu tun haben. Im Buch der Sprüche heißt es, ohne Vision verwildert ein Volk. Und das Wort verwildern kommt natürlich aus dem Ackerbau. Wenn ein Garten zum Beispiel verwildert, das heißt er überwuchert. Es gibt zu viele Möglichkeiten und nichts gedeiht. Ja, du kannst nicht eines Morgens in eine wilde Fläche hingehen und irgendwelche Tomaten ernten oder Erdbeeren, weil da wachsen keine. Da wächst alles Mögliche, aber es kommt nichts in die Reife. Und ihr Lieben, es gibt eine Sache, die mich fast mehr grämt als alles andere. Ich mache seit über 20 Jahren Jugendarbeit. Ich arbeite mit jungen Leuten, mit jungen Erwachsenen und auch mit gar nicht so jungen Erwachsenen. Und eine Sache grämt mich total und das sind Menschen, deren Potenzial verrottet. Deren Potenzial verwildert. Also Leute, die viele Gaben hätten, aber sich nicht fokussieren und über Jahre und Jahrzehnte hinweg nichts wächst. Und das bricht mir das Herz, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, zu viele Tore und der Ball landet nirgendwo. Zu viele Gewächse, aber am Schluss hast du einen Wildwuchs und Äpfel wachsen überhaupt nirgendwo. Und das ist nicht so schlimm, wenn dir das mit 17 so geht. Schon ein bisschen ein Problem, wenn es mit 27 so ist. Aber ich kenne Leute, die sind 37, 47, 57 und es ist immer noch eigentlich das gleiche Thema wie mit 17. Ich kann mich nicht fokussieren. Ich kann keine Entscheidung treffen. Ich bleibe nicht bei der Sache. Und ihr Lieben, das ist nichts Harmloses. Das ist richtig schrecklich. Und eine der Lügen, mit denen wir dringend aufräumen müssen, ist zu glauben, dass so eine Vision zu haben und sich zu fokussieren, dass das anstrengend sei. Das Gegenteil ist der Fall. Anstrengend ist es, keinen Fokus und keine Vision zu haben. Und ich möchte dich heute herausfordern, auch wenn du das jetzt per Video anschaust, gerne jetzt mal Stopp zu machen. Ich möchte dich und aufzuschreiben, ich möchte dich herausfordern, für die wesentlichen Lebensbereiche, die du hast, eine Vision aufzuschreiben. Das muss nicht wahnsinnig ausführlich sein, aber wenn du in einer Beziehung bist und du bist gerade am Prüfen, ist er oder sie die Richtige, dann schreib auf, ich möchte bis zum Ende des Jahres eine Klarheit haben, ob er oder sie die Richtige ist. Und wenn du in einem Job bist und du bist dir nicht sicher, dann schreib dir auf, ich will zumindest so und so viel noch erreichen oder Geld verdienen oder bis zu dem und dem Punkt. Und wenn ich bis dahin keine Klarheit habe, möchte ich eine Entscheidung treffen. Und wenn du in einem Hobby drin bist und du sagst, eigentlich würde ich da richtig gern besser werden, dann schreib das auf. Und allein dadurch, dass du es aufschreibst, allein durch dieses kleine Banale, ich lege ein Korn drauf, ich male hier ein Tor hin, passiert in dir schon was Neues.
ohne Vision verwildert was. Und mit Vision kommt Freude auf. Wir denken ja manchmal eher, die Freude ist, wenn ich mich entspanne und Sachen nicht so klar mache. Das ist aber nicht der Fall. Ich weiß nicht, wer von euch diese Forschung rund um das Thema Flow kennt. Das ist so vor 10, 15 Jahren ein Buch von so einem Schriftsteller rausgekommen, der sehr schwer auszusprechen ist, Chenchu Mihaly oder so heißt er, der hat Flow erforscht. Und das ist das Glücksgefühl, das Menschen haben, wenn sie hochfokussiert an irgendwas sind, zum Beispiel eine Gruppe von Ruderern, wenn sie rudern oder beim Segeln auf hoher See und gerade so die Wellen richtig toll sind, aber es richtig Spaß macht. Der echte Flow kommt auf am Kipppunkt, wo es fast eine Überforderung ist, aber noch keine totale Überforderung. Flow kommt nicht auf so irgendwo im niedrigen Gewässer, wo du hinplanscht, sondern es kommt dann an, wenn du wirklich gefordert bist und fokussiert bist, aber nicht nur das. Was brauchen wir, dass wir trotzdem innerlich nicht ausbrennen? Wir glauben heute als Gesellschaft ja eher, der Flow und die Freude und das Echte, das kommt dann, wenn ich das ausdrücke, was in mir ist. Also ich fühle mich so, und wenn ich das ausdrücke, dann geht es mir gut. Und dazu möchte ich euch eine lustige Anekdote erzählen von meinem Freund Manuel Dürr. Manuel Dürr ist ein sehr begabter Maler. Und er hat uns die Geschichte bei dem Edenfest erzählt. Wir hatten neulich eine Veranstaltung, die Edenfest heißt. Und das ist ein Gemälde zum Beispiel von Manuel Dürr. Das ist ein großes Ölgemälde. Und als Manuel, also kann heute richtig tolle klassische Malerei, hat das studiert. Und er hat gesagt, als er anfing zu malen, ist er an die Kunstakademie gegangen, ich sage nicht an welche Stadt, aber wo so moderne Malerei unterrichtet wurde. Und er hat dort gehört, es gibt erstmal keine Regeln, die einzige Regel ist, drück dich aus, mach irgendwas. Und in dieser Kunstakademie wurde so klassische, moderne Kunst produziert, auch die Professoren dort. Also das höchste Ideal war das, sei du selbst und drück aus, wer du bist. Und er hat gesagt, aber mein Problem war, ich wollte gar nicht sein, wer ich bin, weil der ich war, war jemand, der nicht malen kann. Ich wollte gern jemand anders sein, nämlich jemand, der malen kann. Und deswegen ist er zu einer anderen Schule nach Italien gegangen, die klassische Malerei studiert haben und gelehrt haben. Die haben gesagt, gar nicht, drück dich aus, das ist alles Quatsch, ja. Lerne erstmal das Handwerk und dann kannst du vielleicht irgendwann dein eigenes Ding machen. Und er hat gemerkt, in dem Prozess, wo er malen lernte, wurde er zu etwas Neuem, nämlich zu einem Maler, der er vorher noch nicht war. Und das ist etwas sehr Wichtiges, das ihr versteht. Ich nenne dieses Prinzip, wohin du zielst, bestimmt, wer du bist. Oder worauf du zusteuerst, bestimmt, wer du bist. Es ist eben nicht nur wichtig, wie du dich jetzt fühlst und was dir Freude macht und was dir in den Kram passt, sondern wer du bist, wird auch dadurch definiert, worauf du zielst, auf was du dich fokussierst. Du wirst mehr und mehr zu dem Mensch, den du dir vorstellst. Und das ist so, in einem Jahr merkt man da wenig davon. Es gibt ein Sprichwort, das sehr wahr ist. Wir überschätzen, was in einem Jahr möglich ist und wir unterschätzen, was in 7 Jahren möglich ist. Ja? Wir überschätzen, wir denken, okay, mach in einem Jahr Neujahresvorsätze, ich mache das und das anders. Das Jahr vergeht, hat sich gar nichts geändert. Was aber in 7 Jahren passiert, kann ganz, ganz große Auswirkungen haben. Und ich möchte behaupten, wenn du für dich eine Vision entwickelst, ich möchte gerne in 7 Jahren so und so da und da stehen, in meiner Beziehung, in meinem Job, in was auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dort wirklich landen wirst. Ich glaube, wir unterschätzen diese Macht von Fokus. Wir unterschätzen die Macht von Vision. Und das sage ich vielleicht jetzt auch als jemand, der in seine höchstwahrscheinlich, man weiß ja nicht, wie alt man wird, aber ich bin wahrscheinlich etwa in der zweiten Lebenshälfte. Ja? Und ich glaube, in der frühen Jugend oder in den ersten Jahren unterschätzt man das. Man schießt in diese Richtung, in diese Richtung, in diese Richtung. Man unterschätzt, was für Haufen von Reis rauskommen, wenn du beständig fokussiert an einer Sache baust und dranbleibst. Ich glaube, es ist sehr die Wahrheit. Du erntest in der zweiten Lebenshälfte das, was du in der ersten gesät hast.
Und zwar in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das stimmt auch auf Ernährung und Gesundheit und auf so ganz äußere Sachen zu, aber wirklich auch auf Lebensvision, auf Berufung, auf Beziehungen. Du erntest tatsächlich, was du säst, nach und nach. Der, wer du bist, entscheidet sich sehr, sehr stark an dem, worauf du dich fokussierst, worauf du blickst. Auch dafür gibt es in der Bibel wieder eine metaphorische Aussprache. Bei Jesus heißt es an einer Stelle in der Bergpredigt, eben sehr bildhaft ausgedrückt, das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell sein. Und wenn ich das mal so metaphorisch übertragen darf, das Auge, tatsächlich ist das gleiche Wort wie Vision, die Fähigkeit zu sehen. Das Auge ist die Fähigkeit, mich auf etwas auszurichten. Ich kann ja nicht auf alles gleichzeitig schauen. Wir haben keinen 360-Grad-Blick. Ich muss auf eines schauen. Und jetzt sagt Jesus, das Auge ist dafür zuständig, dass der Körper, der Leib, der ganze Mensch mit Licht erfüllt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass das Auge hell ist, heißt es wörtlich. Ja? Dass das Auge gesund ist, dass das durchlässig ist. Und worauf du dich fokussierst, ist von großer Bedeutung. Ich habe neulich den Spruch gehört, den ich auch überaus treffend finde. Wenn du dich über irgendwas aufregst, ärgerst oder ängstigst, stell dir die Frage, wird es in 10 Jahren von Bedeutung sein? Und wenn nicht, vergiss es und mach weiter. Also wir hören sowas immer mit einem Ohr und vergessen es wieder und es ist trotzdem die Wahrheit. Wenn du kurz mal zurückdenkst, ins Jahr 2013, das war jetzt vor 10 Jahren, oder wenn du zurückdenkst in das Jahr, wo du mit der Schule fertig wurdest, die Themen, die dich damals beschäftigt haben, 70, 80, vielleicht sogar 90% von den Themen sind heute wahrscheinlich völlig, völlig unwichtig. Und welche Themen davon aber waren wichtig? Welche Themen davon waren welche, wo du Reiskorn nach Reiskorn hingelegt hast und mittlerweile eine Ernte davon hast? Ich habe euch nicht versprochen, dass es die lustigste oder die berührendste und die tiefgehendste Vortragsthematik heute Abend sein wird, aber es ist elementar wichtig, dass du anfängst, Verantwortung zu übernehmen, wohin du zielst mit deinem Leben. Denn wenn du nicht weißt, wohin du segeln willst, dann passt kein Wind für dich. Ja? Dann kann der Wind kommen und gehen und du landest nirgendwo. Und es geht mir wirklich nicht darum, nur die große Lebensvision, sondern es geht um die ganz, ganz, ganz kleinen Schritte. Es wird hoffentlich gleich noch praktischer werden. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber Johannes, das hört sich jetzt echt stressig an, also jetzt schalte ich lieber ab. Ich habe eh so viel zu tun, bei mir stapelt sich das Geschirr zu Hause und die Kinder, da ist Stress und ich muss den Müll rausbringen und ich muss zum Zahnarzt, ich brauche irgendeine neue Füllung und so. Und das Normale ist eh schon so stressig, also bleib mir vom Hals mit jetzt noch drauf Fokus. Ich möchte dir kurz zeigen, warum das ein Irrtum ist. Ich glaube, dass wir genau in dem Moment, wenn wir multitasken sozusagen, also wenn wir uns nicht fokussieren, sondern vieles gleichzeitig machen, überhaupt nicht entspannt sind und überhaupt nicht fokussiert sind. Wir erleben ja in einer Zeit des Multitaskings, das heißt, wir fokussieren uns nicht, sondern machen vieles gleichzeitig und denken, das sei irgendwie entspannend. Da kann man alles ein bisschen hier so nebenher und hier noch ein bisschen nebenher und man muss sich nicht so hart konzentrieren. Das Konzentrieren ist so anstrengend. Multitasking machen Tiere in der freien Wildbahn, wenn sie unsicher sind. Tiere in der freien Wildbahn müssen multitasken, das heißt, sie müssen fressen und gleichzeitig schauen, was kommt und weiterlaufen, weil sie unsicher sind. Und Multitasking hält dein Hirn in einer Anspannung. Und das möchte ich hier kurz aufzeigen. Ich glaube, dass ein Großteil unserer Bürgerinnen und Bürger und wir selber auch ganz oft so leben. Du hast frei, du kommst abends heim, aber eigentlich, oder ich, komme ich nicht richtig runter. Das bedeutet, es ist zwar jetzt äußerlich nichts los, ich muss jetzt nichts arbeiten, aber ich entspanne nicht wirklich. Ich bleibe in so einem Halbstress und nebenher kommen ja auch noch E-Mails rein und nebenher ist alles Mögliche. Und weil das anstrengend ist und weil einfach den Mund zu halten und in eine tiefe Stille zu gehen sich bedrohlich anfühlen würde, flüchten wir uns in Ablenkungen. Kennst du das? Du entspannst nicht wirklich, sondern du suchst dir einfach nur irgendwas, wo du dich mental parken kannst.
Jetzt bist du aber unter einem beständigen Sog von Ablenkungen. Und wann finden die statt? Ja, zum Beispiel abends. Du gehst halt nicht früh ins Bett, sondern du schaust dir noch irgendwas an und bleibst innerlich eigentlich in so einer Grundanspannung und hast deswegen, wie wir übrigens als Gesellschaft generell haben, chronisch zu wenig Schlaf. Wir schlafen viel weniger als vor 150 Jahren und das beständig. Ja, weil klar, vor dem Einschlafen musst du hier noch was checken oder hier noch was anderes. Dann hast du wieder eine Stunde weniger geschlafen. So. Und weil du weniger Schlaf hast, bringst du früher oder später schlechtere Leistungen. Du kannst weniger gut dich konzentrieren. Du bist fahriger, du bist nicht so kreativ. Und dann merkst du, boah, ich hätte das schon lange abgeben müssen, die Arbeit. Und hier, ach Mist, mir wächst das alles über den Kopf. Und das verstärkt den Stress. Ich möchte jetzt nicht dich aufzeigen lassen, ob dir das bekannt vorkommt. Aber ich glaube, dass ein beständiges eigentlich im Kopf woanders sein und mich dann noch ablenken, und das hört nicht mehr auf, dass das einerseits sich anfühlt wie, ja gut, ich muss mich jetzt nicht so hart fokussieren auf irgendwas, aber es in echt komplett ein innerer Dauerstress ist, der überhaupt nicht glücklich macht. Denn der Geist, der sich einfach nur hängen lässt, so der einfach nur so innerlich unstrukturiert ist, der entspannt sich nicht richtig und ist auch nicht richtig produktiv. Und ich glaube, das ist das große Verhängnis meiner Generation und der Generation drunter und der noch jüngeren Generation. Weil wenn du in das Ding reinkommst mit, und jetzt müsstest du aber noch mal mehr leisten und hier jetzt mal früher aufstehen und die Jugend von heute ist so faul, dann sagt sie, bleib mir bloß vom Hals, ich bin ja selber schon komplett am Rotieren. Versteht ihr? Es ist die Frage, was ist der Ausweg? Und ich glaube, es gibt ein anderes Modell. Und das hat nicht damit zu tun, dass wir uns einfach noch mehr stressen und noch mehr anstrengen, sondern es setzt an der Stelle an. Denn um runterzukommen, brauchst du schon Fokus. Um runterzukommen, brauchst du eine Bereitschaft, wirklich zu entspannen. Nur weil der Beruf vorbei ist, heißt noch lange nicht, dass du entspannst. Dann fängt der innere Traffic erst an. Ich glaube, dass wozu wir eigentlich bestimmt sind und was wir eigentlich haben könnten, wäre, dass wir starten von einem Moment von tiefer Ruhe. Und du kannst nicht immer tiefe Ruhe haben, aber du brauchst einmal am Tag tiefe Ruhe. Du brauchst Zeiten von tiefer Ruhe, wo du lernst, dich zu fokussieren, im Hier und Jetzt anzukommen, runterzuschalten. Und ich glaube, dass aus dieser tiefen Ruhe ein Fokus kommen kann, zum Beispiel auch für deine Arbeit und für das, was zu tun ist. Und wenn du fokussiert und gut arbeitest, dann wirst du gute Leistung bringen. Und wenn du gute Leistung bringst, wirst du zufrieden schlafen. Und so sieht ein gesundes Leben aus. Eine Balance aus Leistung, wo du tatsächlich auch was bringst und Ruhe und Schlaf und einem inneren Fokus. So. Und das ist weder in einem ständigen Überstress, noch ist es in diesem Selbstschutz, in dieser Vermeidung. Bleib mir nur im Hals, du lieber Chef, mit deiner Leistung, weil ich will ja einfach nur sein dürfen. Beides hat ja Zeit und beides hat Berechtigung. Und ich glaube, dazu sind wir eigentlich gemacht. So sähe Leben im Fokus aus. Und wenn dich das jetzt der Gedanke auch schon überfordert, du sagst, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da überhaupt hinkomme, ich denke, am Ende des Vortrags wird es ein bisschen klarer geworden sein. Ja? Dieses Modell hier sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Dieses Modell ist ein Lebensmodell, ich muss irgendwie über die Runden kommen, dass es irgendwann ruhig wird. Also ich arbeite, damit es irgendwann ruhiger wird, aber der Tag kommt irgendwie nie. Dieses Modell fängt woanders an und ich bin darauf gestoßen, dass beim biblischen Schöpfungsbericht, da ist ja die Schöpfung in 7 Tagen beschrieben, da wird gesagt, es wurde Abend und es wurde Morgen, zum Beispiel 3. Tag.
Das heißt, es beginnt mit der Nacht. Es beginnt mit der Ruhe. Und ich glaube, es ist eine tiefe Wahrheit drin, dass wir lernen müssen, rechtzeitig ins Bett zu gehen und gut zu schlafen und Ruhezeiten im Leben zu haben. Und zwar nicht Ruhe um der Ruhe willen, sondern es wurde Abend, es wurde Morgen Ruhe, damit wir dann in Fokus produktive Leistung bringen können. Weil das Schöne an produktiver Leistung ist, Arbeit lässt uns auch wachsen. Arbeit bringt mit sich eine Belohnung, dass wir merken, die Kompetenzen wachsen und ich bekomme positives Feedback. Ich lerne, mich auch einzugliedern und meine Limits werden weiter. Das Ziel von uns Menschen ist nicht, einfach abzuhängen und sich zu entspannen. Der rumhängende Geist ist überhaupt nicht entspannt. Die Vermeidung von Arbeit ist noch lange nicht entspannend. Das ist genauso wie zu sagen, ich will immer nur ausatmen, weil das ist so entspannend. Das Einatmen ist anstrengend. Genauso wie Tag und Nacht im Rhythmus zusammengehören, wie Einatmen und Ausatmen, lebst du nur gesund, wenn du Phasen von Leistung und Phasen von Entspannung hast. Und Fokus bedeutet, für beides wirklich Zeit zu haben. Und ich glaube eben, ich habe es schon öfter gesagt, jetzt, wir leben in einer Zeit, wo wir auch nicht fokussiert in die Stille und runterkommen und deswegen wenig Leistung bringen. Wir arbeiten in Deutschland mit am wenigsten von der ganzen Welt von Arbeitsstunden her. Und weniger als sonst in der Menschheitsgeschichte. Und unsere berufliche Produktivität geht jetzt mit den Generationen eher runter. Und trotzdem erleben wir viel mehr Stresssymptome. Und das ist echt, das ist eigenartig. Das kann man nicht damit besiegen, dass man sagen wird, die sind alle faul, jetzt müssen wir uns mehr anstrengen. Es hat tiefere Ursachen. Und ich glaube, es hat total mit diesem hier zu tun. Ich komme wieder mit einer Bibelstelle, die über das hier, finde ich, sehr viel zu sagen hat. Im Psalm 147, da geht es über Jerusalem, Gott spricht über seine heilige Stadt, aber auch hier ist metaphorisch wieder viel gesagt. Es heißt über Gott, er verschafft deinen Grenzen Frieden. Er verschafft deinen Grenzen Frieden. Du brauchst als Mensch Grenzen und Gott will, dass in denen Frieden ist. Das bedeutet, dass die Grenze nicht ständig neu ausgehandelt wird. Das ist die Definition von er verschafft deinen Grenzen Frieden. Ja, in der Ukraine haben die Grenzen gerade keinen Frieden, weil einer über die Grenze drüber laufen will. Und wenn die Grenzen Frieden haben, dann hat all das seinen Platz. Aber ihr Lieben, das ist genau die Definition von Struktur. Ich habe gesagt, ich habe drei Geheimnisse für euch vom fokussierten Leben. Das erste war, dass Vision Kraft freisetzt. Das zweite, dass das, wohin du zielst, bestimmt, wohin du gehst. Und das dritte Geheimnis ist, Fokus entspannt. Es ist nicht entspannend, gar nichts zu tun. Es ist entspannend, in einem inneren Fokus zu sein, wo Grenzen eingehalten werden. Das ist langfristig gesund und langfristig entspannend. Jetzt hat dieser Lebensstil leider auch vier Feinde. Wie soll es denn anders sein? Den ersten Feind habe ich schon ein bisschen angesprochen und das ist die Angst vor dem Burnout. Jede Zeit hat ja ihre Lieblingserkrankung. Vor 120 Jahren, als der Sigmund Freud gelebt hat, da war es die Hysterie. Auf einmal hatten alle Frauen Hysterie. Vorher gab es das gar nicht und so, alle Hysterie und so. Und bei uns ist es so in den letzten Jahren eher so der Burnout. Das ist, und ich will das nicht kleinreden, Burnout ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Was ich sagen möchte ist, über Burnout gibt es viele Missverständnisse. Und Burnout wird oft missverstanden, dass man sagt, weil mein Arbeitgeber so stressig ist, oder weil mir so viel zugemutet wurde, deswegen bin ich Burnout. Es gibt aber erwiesenermaßen gar keinen Zusammenhang zwischen der realen Arbeitslast und Burnout. Das heißt, es gibt Menschen, die an realer Arbeitslast gar nicht so viel haben und in Burnout gehen. Und es gibt Leute, die sehr viel Arbeitslast haben, aber kein Burnout haben. Es hat andere Gründe. Es hat natürlich tiefere psychische Gründe auch, auf die kann ich nicht eingehen. Ich bin auch kein Therapeut. Aber es hat unter anderem auch mit dem hier zu tun. Ich möchte heute nur so weit gehen zu sagen, du vermeidest Burnout nicht, indem du Arbeit vermeidest. Denn es gibt Menschen, die
tatsächlich arbeitslos sind oder sehr, sehr, sehr wenig tun, so zwischen Studium und Sabbatical und in der Situation auch einen Burnout haben. Es gibt übrigens mittlerweile auch in der Literatur beschrieben, auch das Phänomen des Bore-out, also das zu Tode gelangweilt sein. Es ist eher so, du bist so chronisch unterfordert, dass dich das in Burnout treibt. Also Burnout ist ein Symptom davon, dass du innerlich nicht im Fokus bist und zwar schon lange nicht. Und das, ich kann es jetzt nicht drüber bügeln durch ein paar, das hat tiefere Ursachen, gell? Aber einfach nur, du vermeidest Burnout nicht dadurch, dass du einfach weniger tust. Das ist nicht die Lösung. Burnout kommt nicht von zu viel Arbeiten. Es hat andere Ursachen. So. Ich glaube, es gibt Menschen, ich kenne solche Menschen, die sehr effektiv über lange Jahrzehnte hinweg sehr viel arbeiten und überhaupt nicht in Burnout sind, weil sie in einem inneren Fokus, in einem inneren Flow sind. Und da, glaube ich, sind wir gerufen, hinzukommen. Ist dir aufgefallen, dass es auf diesem Kanal keine Werbeunterbrechungen gibt? Das ist tatsächlich die einzige, denn dieser Kanal trägt sich zu 100% durch Spenden. Wenn du herausfinden willst, wie du unsere Arbeit unterstützen kannst, unten in der Videobeschreibung. Außerdem kannst du auch Kanalmitglied werden, dann hast du Zugang zu über 60 Stunden zusätzlichem Material und unterstützt uns dadurch auch. Hier findest du Infos dazu. Jetzt viel Freude, weiter mit diesem Video. Der zweite Feind, der ist ein bisschen lustig. Ich nenne den fehlende Proaktivität. Proaktivität bedeutet das Gegenteil von Reaktivität. Reaktiv heißt, du kommst auf mich zu und ich antworte. Ja? Du gibst mir was, ich gebe dir auch was. Proaktivität heißt, ich komme selber auf die Idee, was zu tun. Und Proaktivität heißt, ich komme selber in die Aktion, in die Aktivität. Und es gibt Menschen, die chronisch eine fehlende Proaktivität haben, also die generell so durchs Leben surfen, so ist dann auch manchmal irgendwie fromm verbrämt. Ich schaue mal, wo eine Tür aufgeht, ich lasse mich führen oder so. Und das hört sich auf den ersten Blick gut an, aber es ist auf den zweiten Blick total eigenartig, weil in anderen Bereichen kämen sie nie auf die Idee, sowas zu sagen. Ja? Also wenn man sagen würde, ich möchte nicht aus eigener Kraft irgendwas, ich möchte mir das so von Gott schenken lassen, den Punkt, das würdest du nie sagen, wenn es um die Frage geht, ob du dir die Zähne putzt oder nicht. Du würdest nie sagen, ich möchte dem Wirken Gottes nicht vorgreifen. Ich will nur den Herrn erlauben, mir die Zähne zu putzen. Nein, schau mal her, es gibt Sachen, für die bist du verantwortlich, zum Beispiel Zähne putzen. Dann gibt es Sachen, für die ist Gott verantwortlich. Aber es ist eine geistliche Illusion, es ist eine Tagträumerei, zu glauben, dass Gott dir alles abnimmt. Gott hat Adam und Eva erschaffen und hat ihnen den Auftrag gegeben, den Garten zu bebauen. Ja, das hat mit Arbeit zu tun. Du kannst nicht einfach zu Gott sagen, mach du deinen Job für mich. Ja, also wenn du einen Boss hast, der dich anstellt, wie lange behältst du deinen Job, wenn du zum Boss sagst, lieber Boss, ich möchte deinem Wirken nicht vorgreifen, indem ich jetzt was tue. Er hat dich angestellt, damit du was tust. Gott hat Adam und Eva erschaffen, damit sie etwas tun. Das heißt, Proaktivität ist in uns Menschen eingeschrieben. Schrieben, es ist wichtig, du sollst proaktiv sein. Auch hier wieder gibt es total amüsante, lustige Bibelstellen. Das Alte Testament, da steht irgendwie alles schon drin. Auch so, was unsere kleinen Tricks sind, warum wir manchmal nicht proaktiv sind, was da die Gründe sind. Ich bin auf einen gestoßen, den fand ich also sowas von lustig im Buch der Sprichwörter. Da steht, der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf der Straße käme ich ums Leben. Das ist sehr interessant. Der Faule, ich möchte niemandem hier Faulheit unterstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich vorher als Proaktivität, als fehlende Proaktivität beschrieben habe, dass hier das Alte Testament das Wort faul dafür nimmt. Und das ist tatsächlich hier aber eine interessante Analyse. Hier wird gesagt, da hat jemand Angst, dass ja was passieren könnte. So, und es ist sehr ernst zu nehmen, denn die Wahrheit ist, es kann wirklich immer was passieren. Und dann gibt es in uns so einen Mechanismus, der sagt, da mache ich am liebsten gar nichts. Dann passiert mir nichts. Aber das stimmt natürlich nicht. Wenn du gar nichts tust, bist du eigentlich am unsichersten überhaupt. Aber diese Tendenz, vielleicht bist du auch so jemand. Du hast die Idee, sagst, da könnte es falsch laufen, da könnte es schief gehen. Aber dann passiert bestimmt das. Das ist ein Killer für alle Proaktivität.
Also wenn du irgendwie in den Fluss kommen möchtest und in den Fokus kommen möchtest, musst du dich dem stellen. Der Tag wird nie kommen, wo nicht potenziell ein Löwe draußen ist. Ja, es kann passieren, dass draußen ein Löwe ist. Aber die Bibel sagt, der Faule sagt das. Wow. Also in mir ja auch. Das ist ja immer dann irgendwie, aha, in mir gibt es auch denjenigen, der sagt, ja gut, ja, lieber nicht, ne, weil draußen könnte ein Löwe sein. Oder eine andere Variante, auch sehr lustig, im Buch Kohelet oder Prediger, so köstlich. Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nicht zum Säen. Wer ständig die Wolken beobachtet, kommt nicht zum Ernten. Kennst du so Leute, die analysieren und nachdenken und von der anderen Seite nochmal schauen und nochmal abwägen und 5 Jahre später sind sie immer noch am Abwägen und können die 48 Gründe dagegen sagen, aber sie kommen nicht ins Tun. Ich habe keine so leichte Antwort für dich, außer dass fehlende Proaktivität ein Feind von dir ist. Das ist etwas, was dich in Unreife hält. Das Erste natürlich auch Angst vor Burnout kann dich in Unreife halten, deine Gaben zu verwenden und deine Reiskörner zu legen. Aber auch die fehlende Proaktivität ist ein echter Killer. Und nochmal kurz, lass nie zu, dass dich ein frommes Wort dahin triggert, zu sagen, ich mache nur was, wenn Gott mir das klar sagt und Gott mir was klar zeigt. Es gibt Zeiten, wo Gott dir was klar zeigt, aber das ist nicht immer so. Und es ist sehr, sehr, sehr oft, übrigens auch in der Bibel, so, dass große Männer und Frauen der Bibel etwas getan haben, weil es ihre Idee war und was einfach eine gute Idee war. Und einfach nur zu warten, dass der liebe Gott eine Tür öffnet, ich kann dieses bisschen übercharismatische Wort manchmal schon fast nicht mehr hören, weil es für viele einfach nur eine Ausrede ist für eine beständige Passivität und fehlende Proaktivität. Und 20 Jahre später warten sie immer noch, dass die Tür aufgeht und es passiert einfach nicht. Dritter Feind, den kennt ihr wahrscheinlich auch, ich nenne den die Diktatur des Dringenden. Und das ist die Geschichte von dem berühmten Bauer, der eines Morgens aufsteht und unbedingt die Ernte einbringen will, weil es Ende Juli und morgen soll es regnen. Also steht er morgens auf, aber merkt er erst, er findet seine Pantoffeln nicht. Dann geht er in den Keller, um seine Pantoffeln zu holen und dabei stolpert er über das Telefonkabel und reißt die Buchse raus. Dann denkt er sich, ach, sowas Blödes, muss ich einen Hammer holen und den reparieren. Dann geht er in das Nebenzimmer, will den Hammer holen, dann sieht er, dass die Katze hier ist. Die Katze darf überhaupt nicht rein. Nimmt er die Katze und trägt sie raus und als er rauskommt, sieht er, dass der Briefkasten voll ist. Dann macht er ihn auf, macht den Brief auf, sieht er eine Mahnung. Dann sagt er, oh, muss ich es überweisen? Dann will er zum Telefon gehen, um was zu überweisen. Dann merkt er, das Telefon geht ja nicht, weil das raus und so weiter. Und ehe er sich versieht, wird es Abend und die Katze ist schon wieder reingelaufen und der Weizen ist noch immer nicht eingebracht. Wer kennt diesen Bauernhof? Ja, wer arbeitet auf diesem Bauernhof manchmal? So, ihr habt es wahrscheinlich schon mal gehört, das ist dieses berühmte alte Viereck aus dringend wichtig. Ja, kennt ihr das? So, ich würde euch ja gerne was Neues erzählen, aber es ist leider immer noch so, dass uns dieses Ding unglaublich oft fängt. Es gibt Dinge, die sind dringend und Dinge, die sind wichtig. Und wichtig bedeutet, es bringt dich langfristig tatsächlich deiner Vision und deinen Zielen näher. Ja, das ist wichtig. Und dann gibt es Dinge, die sind dringend. Und dringend bedeutet einfach nur, es schreit jetzt laut, und es muss halt jetzt gemacht werden. Es läutet an der Tür, du weißt überhaupt nicht, ob es wichtig ist, da aufzumachen, aber es ist halt trotzdem so. Jetzt gibt es Dinge, das ist das Hauptproblem, die sind sehr wichtig, aber gar nicht dringend. Und das ist zum Beispiel zur Krebsvorsorge zu gehen. Wenn du das nicht machst, das ist nicht dringend. Können 1, 2, 3 Monate vergehen, aber langfristig ist es ganz schön wichtig. Es ist nicht dringend, dass du heute Zeit mit deinen Kindern verbringst, aber wenn du das langfristig nie tust, hast du ein echtes Problem mit deiner Familie. Und so kannst du es durchdenken. Es gibt Dinge in deinem Leben, die sind richtig wichtig, aber nicht dringend. Ja? Und dann dagegen gibt es Dinge, die sind super dringend und gar nicht wichtig. Das ist irgendwie der normale Müll, der sich ansammelt. Und das Problem ist hauptsächlich, dass dieser Bereich, der so wichtig ist, aber nicht dringend, dass der außen vor bleibt. Der dringend wichtig, dass du kriegst einen Anruf
deine Frau liegt auf der Intensivstation, du musst sofort kommen, da zögerst du nicht, da gehst du sowieso sofort hin. Ja? Das Zeug, was weder dringend noch wichtig ist, das sind einfach nur die Ablenkungen, das ist einfach nur Mist, das solltest du, wenn es irgendwie geht, gleich in die Tonne treten. Das, was dringend und wichtig zugleich ist, das musst du natürlich immer als erste Priorität machen, das geht überhaupt nicht anders. Und das, was dringend ist, aber nicht so wichtig, das musst du delegieren, also wegdelegieren. Das können vielleicht auch andere machen und das musst du einplanen, okay? Also wenn du weißt, einmal in der Woche muss ich halt den Müll rausbringen oder so, dann planst du das ein. Aber das Entscheidende ist, du musst lernen, dir in deinem Leben für diesen Ding, für diesen Segment, für dieses Segment hier Zeit zu nehmen, denn sonst kommt es langfristig unter die Räder. Da gibt es viel drüber zu sagen und da gibt es klügere Leute, die über Zeitplanung auch was sagen. Es ist nur wichtig, dass du das Prinzip gehört hast. Die Diktatur des Dringenden bedeutet, der Tag wird nie kommen, wo nicht wahnsinnig viel Dringendes ist. Ja, wo die Katze reingelaufen ist und die Telefonbuchse ist kaputt. Aber wirklich wichtig für den Bauern heute wäre es gewesen, den Weizen einzubringen, weil das muss heute getan werden und es ist richtig wichtig, weil er ist Bauer. So, wo sind die Bereiche in deinem Leben, die eigentlich richtig wichtig sind und für die du chronisch immer zu wenig Zeit hast? Das ist dein Reiskorn. Das ist das, was du drauflegst. Und der Tag wird nie kommen, wo du genug Zeit hast. Die Tyrannie, die Diktatur des Dringenden, die wird nie aufhören. Du kannst es nur besiegen, indem du beständig zurückkommst in deinen Fokus. Ich komme zum vierten und letzten Feind eines fokussierten Lebens. Du kannst übrigens für dich auch jetzt auch wieder anhalten, den Vortrag, und für dich das mal klären. Was sind die klassischen Zeitfresser, die überhaupt nicht wichtig sind, aber einfach nur dringend? Und was sind die Dinge, die eigentlich in meinem Leben richtig wichtig wären, was mein geistliches Leben betrifft, meine engsten Beziehungen, was meine Gesundheit betrifft oder wie auch immer, was mich langfristig total voranbrächte und wo ich ständig zu wenig Zeit dafür habe. Und für das musst du dir wirklich Zeit schaffen. Dazu kommen wir gleich noch. Der vierte und letzte Feind, den ich euch noch kurz vorstellen möchte, das ist einfach die Verachtung der kleinen Anfänge, die Verachtung des Kleinen. Na, du denkst dir vielleicht, meine Güte, Hartl, wovon sprichst du? Ich habe so viel zu tun, ich habe drei kleine Kinder zu Hause, ich wäre froh, wenn ich überhaupt einmal am Tag nur, oder wie auch immer, ja? Oder du sagst, ich bin gerade arbeitslos und ich bin Kettenraucher, ich schaffe es nicht mal, meine einfachsten Sachen in den Griff zu kriegen. Ich habe eine wahnsinnig gute Nachricht für dich. Alles, was ich hier sage, bezieht sich auf die kleinsten, mikrokleinsten Anfänge. Es geht mir nicht darum, dass du jetzt ein riesen, was ich, erfolgreicher irgendwas Mensch wirst. So, es geht mir um das erste und das vierte und das achte Reiskorn. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Auch hier wieder gibt es eine wunderschöne Bibelstelle. Jesus sagt an einer Stelle, sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Herr über 10 Städte werden. Es ist ein wichtiges Prinzip drin. Womit soll der wirtschaften? Die von euch, die die Bibelgeschichte nicht kennen, das ist das Gleichnis, wo ein Herr mehreren Arbeitern Geld anvertraut und sie sollen damit wirtschaften. Und am Schluss kommt er wieder und schaut, was hat er getan. Das ist entscheidend. Womit sollen diese Mitarbeiter wirtschaften? Einfache Antwort, mit dem, was sie haben. Und du, ich setze für dich ein, mit dem wenigen, was du hast. Wenn es 5 Euro sind, dann sind es 5 Euro. Und wenn dein jetziger Schritt es ist, statt um 8:30 schon um 7 Uhr aufzustehen, oder wenn dein jetziger Schritt ist, statt nie Sport, einmal in der Woche Sport zu machen, oder wenn dein jetziger Schritt ist, von niemals was für dein geistliches Leben tun, einmal eine 10 Minuten lang am Tag was zu tun, dann ist das jetzt der kleine Anfang, den es nicht zu verachten gilt. Denn das Entscheidende ist, dieser Grundsatz, dass eine Vision Kraft freisetzt, trifft auf die allerkleinsten Sachen zu. Allein wenn du es einmal schaffst, deinen Schreibtisch aufzuräumen, wenn du es einmal schaffst, das Buch, das du angefangen hast, fertig zu lesen, wenn du es einmal schaffst, früher aufzustehen, wie du dir vorgenommen hast, hast du ein kleines bisschen mehr Motivation. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Wenn du so ein Bild siehst, das hier sind etwa 4000 Punkte. So viele Tage
hast du in, weiß ich nicht, ein bisschen weniger als 15 Jahren? Wenn ich dir sagen würde, 15 Jahre machen einen großen Unterschied in deinem Leben, dann glaubst du mir das ja natürlich, in 15 Jahren kann wahnsinnig viel passieren. Aber 15 Jahre setzt sich zusammen als aus einfachen einzelnen Tagen, wo du morgens aufstehst und deine Zähne putzt und die Katze rausbringst und so weiter. Und aus diesen vielen kleinen Einzeltagen entsteht langfristig was wirklich Großes. Und mich begeistert, nochmal diese Stelle, mich begeistert diese Sichtweise auch von Gott, die Jesus da zur Sprache bringt. Es ist nicht wichtig, ob du ein Talent, zwei Talente, fünf Talente, zehn Talente hast. Und Gott verlangt von dir nicht, zu werden wie irgendein Superstar, irgendein Elon Musk, der in seinem Leben schon so viel geschafft hat oder so. Er verlangt einfach nur, dass du versuchst, mit dem einen Kleinen, was dir anvertraut ist, zu gehen. Und ich garantiere dir, aus den vier Reiskörnern werden acht Reiskörner. Da ist ein Mechanismus drin, der sich selbst verstärkt und den Gott tatsächlich auch belohnt. Diese vier Feinde, wer weiß sie nochmal? Können wir sie nochmal wiederholen? Was sind die vier Feinde des Fokuses? Das erste, Angst vor Burnout, richtig. Das zweite, genau, fehlende Proaktivität. Das dritte, genau, die Tyrannei oder die Diktatur des Dringenden. Und das vierte, die Verachtung des Kleinen. Es ist so wichtig, wenn du diese vier Feinde nicht konfrontierst, weißt du, was passieren wird? Langfristig werden andere an dir vorbeiziehen, die erfolgreich sind. Und du wirst immer bitterer werden. Und du wirst neidisch werden, warum denen der Erfolg zufällt. Du wirst sogar neidisch auf, oder du wirst bitter gegen Gott werden. Wie kann der so ungerecht sein? Genauso wie bei Kain und Abel. Ja? Wie kannst du den einen belohnen? Oder auch hier so, auch in einem Gleichnis übrigens, das Jesus bringt mit den Talenten. Ja? Der ein Talent hat und nichts draus macht, der ist am Schluss sauer gegen den Herrn. So. Und du wirst langfristig bitter werden, wenn du diese inneren Hausaufgaben nicht machst. Und wenn du, gerade wenn du jetzt 18 erst bist, wenn du 20 bis 22 bist, je früher du im Leben innerlich diesen Switch machst, zu sagen, das ist meine Verantwortung, diese Tore zu definieren, desto weniger wirst du bitter werden, sondern langfristig wirst du dankbar werden. Und du wirst großzügig werden gegen andere Menschen. Wenn ich dir sagen würde, du verschwendest dein Leben, das ist eine schreckliche Vorstellung, weil du hast nur eins davon. Stell dir vor, du wärst am Ende deines Lebens und müsstest sagen, ich habe mein Leben verschwendet, ich habe nichts draus gemacht. Das ist eine schlimme Vorstellung. Oder wenn ich dir sagen würde, du verschwendest 15 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele ich noch habe. 15 Jahre ist schon gar nicht so schlecht. Vielleicht hast du noch viel mehr. Aber 15 Jahre verschwenden, weißt du, wie das in Echtzeit aussieht? 15 Jahre verschwenden sieht aus, wie ich verschwende eine Stunde. Und das mache ich halt ein paar tausend Mal. Und wie oft verschwenden wir eine Stunde? Schau einfach mal nur auf deine Bildschirmzeit. Lass die mal checken. Es tut ganz schön weh. Und ich bin da selber der Erste. Aber unser Leben verschwenden, unser Leben an uns vorbeiziehen zu lassen, hat nicht mal was Entspannendes. Das hat nicht mal irgendwie, was uns freut, sondern es hat was, was uns langfristig komplett frustriert und überhaupt nicht glücklich macht. Und deswegen ist die harte Wahrheit, was sich aus dem resultiert. Plane deine Zeit, sonst, jetzt dürft ihr antworten, was es heißt, sonst tun es andere für dich. Alles, was ich hier sage, alles mit Fokus, hat mit Zeit zu tun. Denn dein Leben besteht aus deiner Zeit. Und dein Leben verschwenden, was ich hier gerade gezeigt habe, was so unangenehm runtertröpfelt, weißt du, wie das in echt aussieht? Das sieht so aus wie Zeit verschwenden. Zeit verschwenden ist dein Leben verschwenden hochgerechnet. Und das ist nicht so, dass die Zeit auf einmal weg ist, sondern es heißt einfach nur, die Zeit, die du nicht planst, die planen andere. Die Zeit, wo du dir nicht Zeit nimmst für das, was wirklich wichtig ist, die wird nicht leer bleiben. Der Tag wird nicht kommen, wo du Zeit hast, sondern andere werden ihr dringendes Zeug, was überhaupt nicht wichtig ist, einfach dir reinkippen. Und du wirst es sogar zulassen. Plane deine Zeit, sonst werden es andere für dich tun.
Was die Zeitplanung betrifft, gibt es eine unglaublich unangenehme, aber unglaublich hilfreiche Methodik. Und das ist das, jetzt, meine Kinder gehen jetzt seit vorgestern wieder in die Schule, jetzt ist wieder Schulzeit angebrochen. Und für dein geistliches Leben, für deine Gesundheit und für deine Beziehungen ist weniges so hilfreich wie der gute alte Stundenplan. Kennt ihr den noch? Wir haben ja sowas teilweise für die Arbeit. Da gibt es dann Arbeitszeiterfassung oder halt in der Schule. Und ich möchte dich herausfordern, das, was ich vorher als wichtig, aber nicht dringend beschrieben habe, in deinen Wochenplan einzuplanen. Und ich sage noch was ein bisschen Schockierendes. Was in deinem Wochenplan nicht stattfindet, findet in deinem Leben nicht statt. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Wenn du sagst, mir ist die Beziehung zu meinen Kindern wirklich wichtig, aber du mir nicht sagen kannst, wo in Echtzeit in deinem Wochenplan das stattfindet, dann ist dir die Beziehung zu deinen Kindern nur im Kopf wichtig, aber nicht in der Tat. Wenn du sagst, mein geistliches Leben ist mir wichtig, dann frage ich dich, und wo findet es statt in diesen 168 Stunden, die wir alle haben? 168 Stunden ist ganz schön viel. Ich weiß nicht, wie viel du arbeitest, 40 Stunden, 50 Stunden, wie viel du schläfst, vielleicht auch 50 Stunden. Das sind aber dann zusammen auch erst 100. Es ist nicht so, dass wir keine Zeit haben, sondern die Zeit verwenden wir für Unterschiedliches. Und das, wofür du deine Zeit verwendest, bestimmt den Kurs deines Lebens. Ich habe dir am Anfang schon versprochen, es wird nicht die lustigste und nicht vielleicht berührendste Thematik, die du je gehört hast, aber vielleicht die wahrhaftigste, die du je gehört hast. Weil mit jeder Stunde, die du verbringst, mit jedem Tag, den du verbringst, setzt du Weichen und baust etwas und langfristig erntest du genau das, was du in Hunderten von Einzelstunden gesät hast. Und wir bewundern die Leute, die im Fußball dann ein Tor schießen oder den großen Erfolg haben, aber wir sehen sie nicht, wenn sie 1000 Mal morgens um 6 aufstehen und 5 Kilometer laufen, obwohl es regnet und kalt ist, überhaupt keinen Bock haben. Und wenn du sie fragen würdest, aber passt das jetzt zu dir? Ist das jetzt tief in deinem Wesen innen drin? Würden sie sagen, was soll das? Wohin du zielst, bestimmst, wo du bist, nicht wie du dich jetzt gerade fühlst. Ich will zu jemandem werden irgendwann, weil ich diese Vision habe. Und ihr Lieben, ja, das trifft absolut in jeder Hinsicht auch aufs geistliche Leben zu. Und ich mag das nicht, wie sehr wir dieses geistliche Leben oft so überspiritualisieren. Ich verdanke an der Stelle wirklich viel einem amerikanischen Bibellehrer, der Mike Bickle heißt. Ich habe mich mal stark geprägt, als ich so in meinen 20ern war. Und der hat Leuten, die er gecoacht hat, immer wieder gesagt, mach so einen Zeitplan. Und pack mal rein, weiß ich nicht, lies 10 Kapitel Bibel pro Tag und bete 1 Stunde am Tag. Also irgendwie so, was? Bist du wahnsinnig? So viel? Das ist ja wie Leistungsdruck. Weißt du, das Lustige ist, ich kenne einige Leute, die sehr viel meditieren, also Yoga machen. Für jemanden, der intensiv Yoga macht, ist 2 Stunden Yoga machen am Tag völlig normal. Morgens 1 Stunde, abends 1 Stunde. Oder Meditation. Es ist nicht so außergewöhnlich. Oder ich kenne etliche Leute, die viel Sport treiben. Jemand, der regelmäßig Rennrad fährt, es wäre völlig normal zu sagen, dass er jeden Tag 1 Stunde Rennrad fährt oder 2 Stunden. Ich kenne unglaublich wenige Christen, die sagen, sie verwenden 1 bis 2 Stunden für ihr geistiges Leben pro Tag. Wenn es jemand sagen würde, sagen sie, bist du eine Sekte. Also weil wir denken, das ist irgendwie wahnsinnig. Nein, du hast 24 Stunden von einem Tag. 1 Stunde ist gar nicht so viel. Und Mike Bickle hat sowas, also so einen provokativen Satz gesagt, so, warum machst du dann nicht ein Ziel draus, das für die nächsten 10 Jahre zu tun? Und nach den 10 Jahren schaust du mal, was passiert ist. Give it 10 years, hat er immer so gesagt. Und ich fand diesen Satz so kühn, weil tatsächlich, give it 10 years, du kannst nicht Klavierunterricht nehmen und sagen, nach 2 Monaten bist du dann durch. Oder du gehst auch nicht zum Kieferorthopäden und bleibst da 3 Stunden. Sondern es dauert halt ein paar Jahre, bis dein Kiefer diese Form angenommen hat. Und ich verdanke meiner Klavierlehrerin viel, die habe ich ziemlich auch gehasst, weil sie ziemlich grob war, aber die hat dann irgendwann, als sie gemerkt hat, dass ich ein fauler Sack bin, hat sie einen tollen, einfachen Ding mit mir gemacht. Sie hat gesagt, Johannes, weißt du was, also ich sollte jeden Tag 1 Stunde üben, das habe ich natürlich nie getan.
nie. Hat sie gesagt, Johannes, ab jetzt schreib einfach in das Heft immer auf, von wann bis wann du geübt hast jeden Tag. Und ich meine, ich hätte ja total lügen können. Das Problem ist nur, die merkt es ja, dass ich nicht geübt habe. Und dieses simple Ding, schreib auf, wann du deine Stunde gemacht hast, hat bei mir bewirkt, das war 9. Klasse, da konnte ich so eine Chopin-Nocturne sollte ich spielen und auf einmal hat es mir Spaß gemacht. Es war total viel zu schwer für mich. Ich musste den ganzen Sommer üben wie ein Wahnsinniger, mindestens eine Stunde am Tag. Und auf einmal hat es Spaß gemacht, weil Fokus und Vision setzt Kraft frei. Und es ist im geistlichen Leben das Gleiche. Von nichts kommt nichts und von Mittelmäßigkeit kommt nur Langeweile. Und von Selbstschutz, und ich will aber nicht zu viel und hier habe ich Angst, kommt auch nie Flow. Sondern Flow kommt auch von Entschiedenheit. Und das ist nicht das Gleiche wie gnadenloser Leistungsdruck und ich bin nie gut genug und ich muss mir meine Gnade verdienen. Das ist nicht das Gleiche. Du sollst und darfst starten von einem Ort von tiefer Ruhe. Und ich möchte dich schon herausfordern, wo ist denn dieser Ort? Es gibt ja viele andere Vorträge von mir auch auf diesem Kanal, wie du zu dem Ort der Ruhe bei Gott kommen kannst. Du brauchst diesen Ort der Ruhe, der ist unser Startpunkt. Unser Startpunkt ist nicht gleich Stress und ich muss etwas verdienen und ich bin nie gut genug. Der Startpunkt ist tiefe Ruhe, aber es ist nicht der Endpunkt. Aus der tiefen Ruhe fließt über Fokus tatsächlich Leistung und wenn du die Woche für Woche wiederholst, in einem guten, gesunden Rhythmus, wo Ruhe und Leistung sich abwechseln, dann erntest du irgendwann Trillionen von Reiskörnern, um in diesem Bild zu bleiben. Die Bibel hat ja, und ich habe das in vielen Vorträgen auch schon gemacht, die Bibel hat dieses interessante Wort, eben dass Adam und Eva in einen Garten gesetzt werden und die christlichen Mystiker sprechen davon, es gibt diesen inneren Garten auch. Und so wie ein Garten der beständigen Pflege und Hege bedarf, von der man oft nichts sieht, also wo man oft säen muss, ohne dass gleich was rauskommt, so braucht dein Inneres, ja, so braucht auch dein geistliches Leben eine innere Struktur. Es reicht nicht, dass du den Garten einmal im Jahr irgendwie begießt oder so, oder immer wenn du Lust hast und dann 3 Tage in Folge ganz viel, sondern es braucht eine Struktur und ich möchte dich ermutigen und ja, wirklich herausfordern, strukturiere dein geistliches Leben. Ich habe vor Jahren, als ich noch in der Jugendarbeit war, kam so ein Junge zu mir, der war in der Hooligan-Szene und der hat dann eine Lebenswende vollzogen und hat angefangen, halt Jesus nachzufolgen und Christ zu werden. Und da habe ich gefragt, was er jetzt tun soll. Und er hat einmal gesagt, ja, er geht jetzt irgendwie keine Werder Bremen-Fans mehr verkloppen und jetzt ist ihm immer so langweilig. Also er hat so seine Szene nicht, was soll er jetzt tun? Wenn du so ein Ex-Hooligan bist, dem kannst du ja nicht sagen, komm einmal in der Woche hier zur Bibelstunde. Also der braucht schon was Handfesteres. Ich meine so. Und da habe ich ihm gesagt, ja, lese jeden Tag 10 Kapitel Bibel, 10 Kapitel Neues Testament. Das ist ein bisschen mehr als eine Stunde, das ist nicht so viel. Und er hat so gesagt, ja, genau, also der braucht was Handfestes. Und dann war er nach einem Monat fertig. Das ist nämlich so, wenn du 10 Kapitel Bibel liest, bist du in einem Monat fertig im Neuen Testament. Und dann kam er nach einem Monat wieder, habe ich ihm gesagt, mach das Gleiche nochmal. Und ich habe ihm das Gleiche 6-mal in Folge machen lassen. 6-mal in Folge das Neue Testament durchlesen, jeden Tag 10 Kapitel. Du hättest sehen sollen, wie dieser Hooligan innerlich erstarkt ist im Geist. Ja? Wo auf einmal Freude da war, wo Kraft war. Es war ein strukturiertes geistliches Leben und es war eine Wonne zu sehen. Und der geht heute noch ganz entschieden mit dem Herrn. Ein letztes. Oft gibt es in uns eine Tendenz, vor sowas zurückzuschrecken, weil wir innerlich Angst vor Entscheidungen haben. Und ich möchte enden, das ist mein letzter Punkt für heute Abend, ich nenne das, Entscheidungen sind dein Freund. Denn wenn du keine Entscheidung triffst, dann gleichst du einem Menschen, der im Kreisverkehr fährt und nie eine Ausfahrt nimmt. Weil das Problem ist, mit jeder Ausfahrt denkst du, es könnte eine falsche Ausfahrt sein. Wer weiß, wo ich da lande. Vielleicht ist die Ausfahrt falsch. Aber weißt du, wenn du eine falsche Ausfahrt nimmst, ist immer noch viel besser, dann kannst du zumindest irgendwann erkennen, dass sie falsch war und umkehren. Wenn du im Kreisverkehr bleibst, kannst du dich mal umkehren, du endest nirgendwo. Und es gibt unglaublich viele junge Menschen, ich habe das Gefühl, sogar es betrifft noch mehr junge Männer, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber die grundsätzlich keine Entscheidungen treffen und ewig im Kreisverkehr bleiben. Und es ist ein Ort von kompletter Unfruchtbarkeit. Die Wahrheit ist, Entscheidungen sind dein Freund. Und Paulus sagt, dein Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich habe neulich mit Therapeuten gesprochen, die sich um seelisch ganz zerbrochene Kinder kümmern.
Und die nehmen die auf und ich habe sie gefragt, was macht ihr denn mit diesen ganz zerbrochenen Kindern? Sie hat gesagt, das Wichtigste ist, wir essen mit denen zu Abend. Und wir bringen denen so ganz einfach so eine Lebensstruktur bei und allein dadurch passiert ganz viel Heilung. Ihr Lieben, Chaos ist nicht von Gott. Am Anfang vor der Schöpfung gibt es nämlich Chaos und dann spricht Gott sein Wort und es kommt Ordnung. Und Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und in dein Leben will Frieden und Ordnung kommen. Und es ist eine Lüge, dass du das nicht kannst. Du bist vielleicht erst beim zweiten Reiskorn und es werden vier und du bist noch nicht bei 10.000. Dann mach dich nicht fertig und verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Fang heute an, die Kraft eines fokussierten Lebens zu beginnen, weil du geliebt bist von Gott und auch von Menschen, für die dein Leben einen Unterschied machen kann. Und du kannst heute damit beginnen und ich ermutige dich, mit dem oberflächlichsten und einfachsten Ding zu beginnen, zum Beispiel heute Abend früher ins Bett zu gehen, zum Beispiel deinen Schreibtisch aufzuräumen, zum Beispiel deinen Kleiderschrank zu ordnen, zum Beispiel den Desktop von deinem Computer zu ordnen, zum Beispiel zweimal in der Woche Sport zu treiben. Fang nicht damit an, gleich deine große Lebensproblematik als Ganze zu lösen, sondern mit einem kleinen ersten Schritt und du wirst schließlich Reiskörner für Reiskörner ernten und am Ende deines Lebens, wenn du vor deinem Vater in Herrlichkeit stehst im Himmel, vielleicht sogar 18 Trillionen, 446 Milliarden, 744 Billionen, 73 Billionen, 709 Millionen oder vielleicht auch nur 100.000, das wäre auch schon gut.